In der Wiener Hofburg lud man zum 11. Frühlingsball Dancer Against Cancer. Wie immer stellten sich prominente Tänzerinnen und Tänzer in den Dienst der guten Sache, denn der gesamte Erlös des Balls kam wie jedes Jahr der Krebshilfe zugute. Man muss gegen die Krankheit ankämpfen und dazu braucht man Humor, dazu braucht man Lebenswillen. Und das versuchen wir dann natürlich aufzugreifen und auch zu unterstützen. Beim Promi-Tanzwettbewerb waren die Jurymitglieder nicht unbedingt alle vom Fach. Theoretisch kann jeder tanzen, selbst wenn es neben der Musik ist, aber bewegen den Körper kann jeder. Aber gut ausschauen tut es halt nicht immer. Ja, das ist eine andere Geschichte. Einen berührenden Auftritt gab es von einer vom Brustkrebs betroffenen jungen Frau, die von Madeline Siemer den My Aid Award für ihren Mut, mit der Krankheit umzugehen, bekam. Ich kriege sehr viel Lob, kriege auch sehr viel Interesse. Das, was am allermeisten aber passiert, ist, dass Menschen auf mich zukommen und sagen, ich bin auch betroffen. Und da werde ich sehr oft in Gespräche verwickelt, wo Menschen einfach auf mich zukommen und sagen, ja, bei mir ist das auch so schön, dass einmal jemand rausgeht und sagt, hey, das ist so, weil wir haben das auch so empfunden. Man sieht auch hier, dass die Menschen, wenn dann jemand etwas zu sagen hat, auch wirklich ruhig werden. Wie dann die Ausgezeichnete gesprochen hat, ganz auf einmal ruhig wurden. Krebs geht uns alle etwas an. Es sind ja nicht nur die Patienten, sondern auch die Angehörigen davon betroffen. Diese Erkrankung gibt es auf der ganzen Welt. Es wird Zeit, dass diese Krankheit heilbar wird. We have to find a cure.